jetzt geht's wieder weiter mit Super Mario RPG auf der Nintendo Switch. Und ich dachte eigentlich, hier wäre nur ein Palast, aber hier ist ein ganzes Dorf. Ein ganzes Dorf ist hier. Mario, wenn ich groß bin, dann ziehe ich dich mit und deine Gruppe um die Welt, ja? Und keine Sorge, falls unser mal Boot über den Weg läuft, dann werde ich gehörig in den Radieschen behageln. Ich hoffe, mein Enkelchen wird mal genauso lieb und gutherzig wie die Prinzessin. Immer wieder herrlich, wenn sich diese Kleinen so schön vergnügen. Wer war es hier? Kennst du vielleicht einen schönen Urlaubsort für Flitterwochen? Hey Mario! Warte mal, Rosi und ich, wir waren immer Freunde. Oh jetzt, hier haben wir geheiratet. Oh. Wie heißt du nochmal? Raps. Oh, ja. Oh, Glückwunsch. Also von hier her, auch schon ein Kryptotyp gesehen. Klang total nach Ganove, wie er so spricht. Der führt hier sicher nichts in Schildern. Und nichts Gutes im heilig Bildschirm. Wo ist denn mein Geld über den? Ihr Vollpalast sollte sich in jeder in letztes Jahr ihren ziemlich tiefgespenstige Gestalten herumtreiben. Aber ihr gebt gut Acht. Und werde die Stadt sauber von Gestalten halten. Der war mit der Brieftasche, den haben wir schon. Das war die Oma, dann waren wir da schon. Hey, Mario! Du bist da was reingetreten. Hi, Mann! Und er hat es geglaubt. Ich habe es geglaubt. Was bist du? Itemladen, okay. Hallo Mario. Schon gehört, ein Enkel des klugen weisen Quark soll heute bei mir irgendwelche Erledigungen machen. Gesehen habe ich davon noch nichts. Aber du wirst ihn sicher selbst was Schönes kaufen. Dann sag mal, was darf es denn sein? Kaufen? Halt Sorgen im Kampf. Belebt eine Verbindung wieder, ist cool. Ohne Sirup haben wir ja. Ah, wir können ja hier noch Klamotten. Hose, Latzhose. Ja. Ja. Okay, Ringe. Immer geeignet, um auf den Kopf zu springen. Wenn der Schaden durch Gift. Ja, ja. Verkaufen. Ich befehle dir, dich von mir festzustellen. Achso. Nun befehle ich dir zu springen.
In dieser Welt sind Schatztruhen versteckt, in man nicht sehen kann. Man nennt sie Geheimschätze. Wenn du fleißig hüpfst, solltest du unsichtbare Truhen rasch finden. Das hier sollte dir auch dabei helfen. Alarmring. Den musst du schon anlegen, wenn er dir helfen soll, Geheimschätze aufzufinden zu machen. Achso, trägst du einen Alarmring, so verrät er dir, wenn ein Geheimschatz in der Nähe sich befindet. Der Ring muss aber ausdrücklich sein, sonst funktioniert er nicht. Ich empfehle dir eine gute Reise zusammen. Okay. Zolltechnik? Hä? Ah, okay. Items? Spezielle Items. Wie kann ich... Ah, hier Ausrüstung. Hammer. Nicht mal ausprobieren. What? Nee, ja. Oder meint er das, was wir schon gefunden haben? Da war mal. LOL! Okay, es ist... Jetzt darauf zu kommen, dass man auf seinen Kopf springen muss. Gasthaus. Oh, Übernachtung gefällig. Kostet nur 3 Münzen. Nee, bitte nicht. Alles gut, Mario. Nicht jetzt! Oh, der spielt einen Gameboy. Klappe halten! Ja, Marshallstieg. Jetzt habe ich irgendwie gegen dir verloren. Okay. Hast jetzt nichts. Na, wenn ich den ganzen Tag schlafe. Nichts. Die Bohne. So, können wir ja schon speichern. Haben wir schon. Hey Mario, du bist da was reingetreten. Wie reingefallen? Wo die Prinzessin wohl gerade ist? Ich habe sie schon länger nicht gesehen. Bitte. Schon wieder bei Bowser? Wumpf, 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 wumpf. Wenn ich spülig und putzig. Was der? Das nervt total. Hey Mario, mein kleiner Bruder wartet oben auf dich. Hey Mario, sag mal, wenn ich fleißig übe, kann ich dann irgendwann auch so hüpfen wie du. Ja klar. Juhu. Geil, Mario. Der Kronenminister wartet auf dich. Hey, Mario.
Ich sag nur das, was mein Kumpel sagt. Beeil dich! Mario, endlich. Ich will sofort den Kronminister Bescheid sagen. Wir sehen uns dann drinnen im Palast. Ja? Ich bin nur der Palastkellerwache. Entschuldigung, aber ohne Erlaubnis. Das Kronminister darf hier niemanden rein. Wie, die Palastkellerwache macht wieder einen faulen Letzten, nachdem ich hier das ganze Gästezimmer sauber mache. Ballen. Ja, irgendwo ist hier was. Pisch gemacht. Die Prinzessin ist noch nicht zurückgekehrt. Der Kronminister ist sicher ganz außer sich vor Sorge. Daum, daum. Fragezeichen von Pietschiffen. Was ist das? Lass bitte schön alles dort, wo es war. Hier gibt es also keine Entschuldigung. Aber hier ist was. Ich denke, hier oben. Weil sonst halt ja alle abwirft. Euer Eminenz, Mario ist eingetroffen. Mario, den Himmel sei Dank, dass du endlich hier bist. Bin ich auch. Aus Bosos Festung war ein gewaltiger Krach zu hören. Mir sind fast die Spuren aus den Schirmen gefallen, als es gerumpelt hat. Besser die Frage, aber wo ist denn die Prinzessin? Sie hat sich doch zu dir nach Hause gemacht, oder nicht? Wie schrecklich. Ach, Schlimmes. Obwohl Bosa hinter dieser Sache steckt. Heiliger Marsch. Dann hat Bosa also auf neue unsere geliebte Prinzessin entführt. Merk Mario, du kennst dich ja aus. Wage dich in die Festung und hol ihre Hoheit.
Mein Troll! Ein bodenloser Abgrund vor Bosas Festung. Ach, welch schreckliche Wendung. Und doch muss ich dich bitten, Mario. Bitte rette unsere über alles gelebte Prinzessin. Ihr Wohl liegt in deiner Hand. Halt, noch eine Kleinigkeit noch. Du legst doch sicher all die Ausrüstung an, die du dir so finden kannst, oder? Sollte der Tod dir rasch erklären? Ah, Ausrüstung wird im Menü angelegt. Drücke zuerst einmal Plus. Ausrüstung. Im Menü wählt man die Ausrüstung und drückt mit A bestätigen. Hier entstand alles, was derzeit so an Ausrüstung angelegen kannst. Wähle den Hammer und drücke dann A. Hammerstark. Gut gemacht. Danke, Tod. Damit sind mir merklicherweise wohler. Du kannst die Rüstungen und Accessoires in einem Itemladen kaufen. Alles Gute wünsche ich dir. Oh, stopp. Noch eine Kleinigkeit. Nun ja, weißt du, wo ich ja fast umkomme, Vorsorge, die Prinzessin, da dachte ich mir, könntest dich rüber zum Festkeller zu beginnen. Und dich für eine weitere Reise rüsten? Der Wächter wird dich einlassen. Hallo Mario, der Kronminister hat mir alles erzählt. Mir noch. Hier geht es im Palastkeller. Das wissen wir schon. Dort geht's runter zum Palastkeller. Komm mit, ich zeig dir was. Bedien dich und schnappe dir alle die Schätze, was du brauchst. Münzen? Das ist eine Münze. Es gibt keinen mit einem Wert von 1. Aber die Kleinen haben einen Wert von 1 und die Großen haben einen Wert von 10. Die hier hat einen Wert von 10. Ja, Entschuldigung. Oh, das ist eine Blume. Ein Blümchen. Wie du findest du in Chastron? Die sind nicht dasselbe wie das Item Blume. Blumen aus Chastron füllen deinen Blumenpunkten auf. Lassen sich aber nicht mitnehmen. Blumenkapseln kannst du jedoch umgekehrt aus. Und damit deine Blumenpunkte erhöhen. Öffne das Tool einfach im Schnellmenü, das X, und setze ein. Mal schauen, komm. Ah, das ist das Bild. Unvergänglich, nicht wahr? Pilzlein. Wie diesen findest du in Chastron. Die unterscheiden sich etwas von den Item Pilz. Pilze aus Chastron füllen das KP und BP auf, lassen sich aber nicht für später auffinden. Das Item Pilz dagegen füllt zwar nur deine KP auf, füllt sich aber dafür ein bisschen mehr in der Tasche wohl. Ah, weißt du, was Blumenpunkte sind? Ja. Ach, du bist echt der Beste im Bilde, Mario. Ja, aber was jetzt? Oh, warte doch! Ja, stehen!
Nein. Ach, das gemeine Krokodil hat Opas Groschen gestohlen. Schlürf. Nein, nicht wieder weinen. Weinen tut kein gut. Aber was soll ich denn machen? Schlürf. Hallo, Ojime, bist du Pitschmas? Bitte. Ach, mir geht's schon viel besser. Entschuldigung, manchmal hilft außer Wein einfach nichts. Warum habe ich eigentlich gemeint? Irgendeinen Grund gab's dein. Ah, genau! Ich sollte hier eine kleine Besorgung für meinen Opa erledigen. Doch dann bin ich auf diesen blöden Krokodil gekommen. So ein Schurke. Hat mich einfach beklaut. Mein Groschen. Hat er sich abgeschnappt. Und er war viel schneller als ich. Hey Mario, du springst immer noch super hoch. Oder? Zeig mir mal bitte. Wow. Du kannst Bosa aber einpacken. Da schalte ich hier Schluff. Moment mal. Du bist Mario? Ich habe so viel über dich gehört. Und über deine Supersprungtalent auch. Ich bin Malovo. Eine Wappenqualle. Ich bin ein Frosch. Das sieht man ja. Oder? Springen kann ich fast gar nicht. Hilfst du mir vielleicht den Krokodil zu schnappen, den mir geklaut hat? Ja klar, helfen wir dir. Danke, danke, nein, 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 nein. Der kleine Froschwallo hat sich bei dir angeschlossen. Wie ein Frosch steht er. Ups. Malo für Tagebuch über deine Reise. Lies es doch immer im Menü unter Reisebuch. Blicke auf den Anfänger zurück. Mario, Mario, Mario. Ich muss dir was ganz übrigens erzählen. Hier ist jemand komisches vorbeigerannt. Jemand ganz komisches. Habt ihr ihn gesehen? Ui. Und wie sah er denn aus? So ungefähr so? Genau! Das war er. Kein Zweifel. Das war mein Groschendieb. Und sie haben den Kerl einfach laufen lassen. Laufen lassen? Aber wo läuft, könnte er selbst voll schnell sogar. Du da. Stehen bleiben. Ja, schlüpfen. Und nicht meine was? Weinbeere-Schnecke fangen. Sayonara, ihr Schnarchnasen. Sayonara. Da. Das war ja. Los, Mario, nimm nach. Hier, Mario, nimm das lieber bitte. Eine Weltkarte. Willst du im Menü Waldkarte aus, so kannst du in das Windseile an bestimmten Orten zurückkehren, wie du bereits entdeckt hast. Windseile. Nein. Monster Fever.
Oh, ab zum Diebesfahrt. Oh, da ist er. Das ist der Kerl. Und den Groschen hat er sicher in seinen Sack. Los, Mario, auf ihn. Was willst du denn, Sahneklecks? Ach, nicht mal unschuldige Räuber hat man seine Ruhe. Okay. Können wir Feuerball ausgewinnen? Ach so. Ja. Ah, ist okay. Okay. Also je weiter es weg ist, muss ich das immer gucken, wenn es nah dran ist. Okay, okay, okay. Scheiße. Oh gut, dass eure zarten Beinchen nicht so hoch springen, Beinchen nicht so springen gut sind. Was? Beinchen nicht zum Springen gut sind. Bis dann, zarte Beinchen. Okay, wunderlich. Na, ah, knapp.
ich hüpfe. Glückssternchen. Level auch schick. Mal Level 3, ey. Du kannst bei einem Kunden in der Spitze Spielwelt durchdrücken von X Spielzeit an. Zu heilen, okay. Mal wieder ein Pelz gekriegt. Ausrüsten. Hier sind wir wieder zwei. Wiederholen sie sich? Verstehe ich das nicht. Lol, okay. Jetzt verstehe ich es. Noch. Aber macht euch keine Hoffnung. Ich krieg ihr Schleich. Was? Schleichbrüder? Nee.
Ist aber egal. Mario Grill. Das ist mein Leben schon sehr geil. Ich will auch den Grill machen. So, da. Werdet ihr mir zahlen für Nerven? Dabei hatte ich mir die Truhe dort oben so gerne unter den Nagel gerissen. Achso, okay. Das ist einfach nicht locker. Das Pack. Und oben rein ist das dort. Obwohl eine Sackgasse. Ich weiß, ich verstecke mich. Ah, wie gemein. Hat sie irgendwo hier verknochen? Hör mal, Mario. Wenn wir ihn finden, dann versuchen wir am besten, uns irgendwie von hinten an den Rand zu schleichen. So, weg. Ah, ihr seid ja schon ganz schön hell, ihr zwei. Aber ich bin heller. Dieses Himbo-Bowl, ja 100 Jahre bis mir fangt. Ich weiß noch schon ganz. Braucht er 50 Jahre, um mich zu fangen. Ups. Oh, ist gut. Ich krieg mich schlank. Hier kriegt ihr euren Groschen wieder. Ich hole ihn raus. Aus meinem Schätzlein raus.
In Ordnung. Das wird nicht ganz lang dauern. Na sowas. Ich habe, ja, was ganz anderes bei euch gefunden. Und ihr zwei Backpfeifen. Okay. Der neue Pilz. Du, Dämmer! Schnupfnase, gib mir Opas Frosch näher! Frechheit! Das halte ich dir heim, du Widerling! Behalt euren blöden Groschen! Doch, ich mach nicht davon! Aber wir gehetzt die Armen leuchten! Hurra, wir haben ihn! Endlich haben wir Opas Groschen wieder! Ach, ich bin ja so froh. Danke, Mario. Endlich kann ich meine Besorgung endlich erledigen. Nanu, schau doch mal. Der Schokoschuft hat noch einen Geldbeutel liegen lassen. Geldbeutel für... Ich muss ja jetzt dringend zu ihr zurück zum Geschäft vom Palast. Kommst du mit, Mario? Wir können ja deine neue Weltkarte einsetzen, damit wir blitzschnell zum Palast reisen können. Okay. Eine Karte. Palast. Besuchen. Ja, aber das würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Part. Also ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, Support. Das kann man euch 19 Euro kommt darunter lassen. Und morgen geht's weiter. Also bis morgen. Tschüss.